Der Schiedsrichter sagt, es ist alles in Ordnung. Und dann geht's in den zweiten Durchgang. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Das Bällchen ist noch heiß. Ja, das war wichtig, wie er dahin gegangen ist, wie er diese Situation bereinigt hat. Und Einwurf. Er kann passen. Das ist das Tor. Und damit haben sie die Führung. Trifft doch sonst nicht mal das Garagentor. Aber jetzt hat er zugeschlagen, Buschi. Ja, sieht man bei ihm äußerst selten, denn normalerweise liegen seine Qualitäten eindeutig. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne noch mal aus einer anderen Perspektive. Und bei den Gästen steht in Kürze ein Wechsel an. Mit all seiner Routine, mit seiner ganzen Ruhe in dieser Situation klärt er da. Jetzt könnte er rechts rausspielen. Das könnte eine Torchance geben. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Die Flanke kommt gut. Aber noch nicht geklärt. Und die Aktion hat einen Eckball zur Folge. Jetzt bringt der Trainer noch einen neuen Spieler, aber das dient wohl in erster Linie dazu, die Führung über die Zeit zu bringen. Mit dem Kopf. Ja, wenn er jetzt mal ein Kopf größer gewesen wäre. Oder auch zwei, Manni, denn an den kann er nicht rankommen. Da muss er 40 cm größer sein. Und Achtung, genau hingeschaut. Der Zweikampf war gut und er hat die Kugel.